Hallo, lieber Gianni. Hallo Jacqueline. Es ist echt eine große Freude, dass wir uns hier jetzt online sehen. Also ich habe eh schon gesagt, ich habe ja schon ein kurzes Video mal reingestellt auf meiner Facebook-Seite, wo ich gesagt habe, mir ist ein super sympathischer Mann zugefallen, der aus dem Bereich der Geistheilung kommt auch. Und genauso war es. Ja, ich bin wirklich, du bist mir wirklich zugefallen. Also nichts mit Zufall, sondern zugefallen. Und ich habe ein Interview mit dir gesehen, mit dem Nepomuk. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen. Und freue mich sehr, dass ich hier jetzt an dieser Stelle sitzen darf und dich hier vorstellen darf. Und genau. Hallo Gianni, Hallo. wer bist du? Ja, als erstes möchte ich mich bedanken. Eben, wie du auch gesagt hast, ja, für mich war es auch sehr, sehr angenehm, dieses Gespräch, das wir auch miteinander haben durften. Man darf das sehr stark spüren, eben auch diese Herzverbindung. Ja, und vor allem eben auch, was für mich wichtig ist, ich durfte auch spüren, eben dieses Bewusstsein, wo eben auch immer wieder sich mehr und mehr ausdrückt und wo jeder eigentlich auch verbunden ist. Du hast vorhin eben auch gesagt, ja, im Bereich der Geistheilung. Ich nenne es vielleicht nicht Geistheilung, ich möchte eher im Bereich der Unterstützung nennen. Weil ich denke, Unterstützungen gibt es auf verschiedenen Ebenen. So nenne ich auch manchmal meine Vorträge und Meditationen, Abenden, die kommen, Unterstützungen auf verschiedenen Ebenen erfahren. Und das ist sehr wichtig, dass man eben auch es nicht nur trennt, es ist ja nicht nur der Geist, der Körper und auch der seelische Anteil, wo eben auch im Ganzen ist. Das ist wichtig, dass man das immer wieder versucht zu integrieren. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, möchte ich euch ein bisschen etwas erzählen über mich. Sehr gerne. Ich werde es ein bisschen abkürzen. Wer mehr Interesse hat, hat die Möglichkeit, auf meiner Webseite www.gianni.ch, also strichbalducci.ch. Jacqueline wird sicher nachher auch noch einen Link hinterlegen. Dort gibt es die Möglichkeit, über mich gibt es ein Video, ich habe ein Wunder erlebt und dort steht eigentlich meine Geschichte darauf. Aber trotzdem möchte ich schnell kurz etwas von mir erzählen. Bis vor 12 Jahren hatte ich eigentlich ganz ein normales Leben, wie jeder andere auch. Ich dachte, ich war sehr glücklich, ich hatte einen guten Job, hatte eine gute Beziehung, es ging mir eigentlich sehr gut. Klar, jeder andere kenne ich das auch, ich hatte meine Wellen im Leben, das gehört ja auch dazu, so ist das Leben. Aber von einem Tag auf den anderen, während der Arbeit als Küchenchef, fiel ich am Boden. Ich konnte meine Beine nicht mehr spüren. Was geschah da? Ich konnte im Moment mich nicht mehr bewegen. Da brachte man mich ins Spital. Ja, und ich bekam eine Diagnose, die nicht einfach war für mich anzunehmen, weil es hieß, Herr Balducci, wir können nichts machen für Sie. Eigentlich wird es so sein, dass es noch viel schlimmer sein wird. Sie haben alle Bandscheiben kaputt, einen starken Morbus Scheuermann und einen genetischen Fehler. Das nahm mir gerade den Boden in dem Moment. Ich wusste nicht, wie weiter. Ich war noch nicht mal 30 Jahre alt, hatte eine Tochter, die klein war. In mir gingen Gefühle, Emotionen, Gedanken durch mich, wo, ja, wo jeder auch kennt in schwierigen Situationen. Aber immer wieder spürte ich in mir, wie kann ich weitergehen? Ich wollte doch noch so viel geben. Ich wollte noch so viel zurückgeben, auch in der Dankbarkeit. Ja, und auf einmal spürte ich ein Loslassen in mir. Dieses Loslassen war begleitet von einer unglaublichen Liebe und Dankbarkeit und Barmherzigkeit, die ich spüren durfte. Mein Körper vibrierte. Ja, und da hörte ich eine Stimme, die zu mir sprach. Und ich sprach: Mein Kind, es ist alles gut, so wie es ist. Lass es geschehen. In dem Moment erkannte ich: Ja, ich muss es wirklich geschehen lassen. Im Spital konnte man nichts mehr machen für mich. Darauf folgte, dass ich nach Hause ging. Als ich zu Hause, auf dem Weg nach Hause, hatte ich schon mein erstes Erlebnis. Ich sah in meinem inneren Auge, dass ich eine Reise machen würde. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Es folgte eine Reise nach Mexiko. Als ich zurückkam, folgte durch diese Reise folgte eine Begegnung mit einem Arzt, wichtig, einem physischen Arzt, der mich auch operierte, und das war sehr wichtig. Weil ohne ihn hätte ich nicht stehen können, aber das heißt nicht, dass ich laufen könnte. Ja. Aber diese Operation war nicht nur wichtig für mich, auch für ihn, weil er durfte auch an mir etwas machen, was er noch nie gemacht hat, aber auch die Intuition immer wieder bekam, in den Träumen, dass es vielleicht möglich wäre.
Nach der Operation folgte eine Reise nach Indien. Immer wieder geschah eine Zufälle, wie Menschen es nennen. Nein, aber es ist uns nicht gefallen. Die Reise nach Indien, als ich zurückkam, war es nicht so einfach für mich in der Schweiz, weil ich lernte auf ein oder andere Ebenen kennen, meine Wahrnehmung veränderte sich. Aber immer noch war es für mich so, ich bin auf meinem Weg, für mich, für meinen Körper, mich zu verstehen. Daraufhin folgte eine Reise nach Brasilien. Also in Brasilien, man durfte erleben, wie unglaublich, wie Energien, wo ein Mann arbeiteten, Wesenheiten. Und das war unglaublich, was ich dort spüren durfte. Hier da, als ich zurückkam, ging es mir viel besser. Ich durfte erleben, wie Energien meine Bandscheiben operierten. Weil oben hatte ich ja immer noch Bandscheibenvorfälle. Man hatte mich nur unten operiert. Aber immer war es noch nicht so gut. Ich konnte ein bisschen laufen, aber es war, die Schmerzen waren weg, aber ich konnte mich noch nicht so bewegen, wie es möglich war. Daraufhin folgte, dass ich, als ich in der Schweiz war, auch wieder, es fallte mir zu, so eine Begegnung, wo jemand wo von mir geträumt hat, immer in der Nacht, dass er mich zu jemandem bringen soll. Mhm. Und ja, er brachte mich zu dieser Person und diese Person veranstaltete einen Vortrag um Meditation. Mhm. Aber was dort geschah, das war unglaublich. Ich hatte keine Erwartungen, weil ich ging für mich, für meinen Rücken. Aber was da geschah, ich sah dort und diese Liebe wurde immer mehr. Aber auf einmal fing ich an, Orkanwinde zu spüren. Ich konnte es nicht verstehen, das ist nicht möglich. Aber desto mehr, dass ich es nicht verstehen konnte, desto intensiver wurde es. Mhm. Auf einmal spürte ich nicht nur diese Orkanwinde. Auf einmal spürte ich diese Orkanwinde auch in mich reinkommen und wieder raus. Ja. Die Gnade war so groß, ich spüren durfte. Ja, da sagte der Mann vorne, so, ich werde jetzt eine Demonstration machen und euch zeigen, wie diese Energien durch mich arbeiten. Als ich sah, was dort geschah, erinnerte ich mich in meinem inneren Auge, das hatte ich immer wieder geträumt, immer wieder gesehen. Wisst ihr, wenn Leute mich fragen, hast du in deiner Kindheit auch schon etwas gespürt? Nein, aber eine ganz normale Kindheit gelebt, wie alle anderen. Wenn man mich gefragt hätte, überlegt, hätte ich gesagt, bitte bleib mir fern mit dir. Aber das Leben wollte anders, als der Ruf kam, wortwörtlich. Da folgte ich auch diesem Ruf. Als ich sah, wie diese Energien durch ihn arbeiteten, fragte er nachher, hat jemand von euch eine Frage? Ich hatte keine Fragen. Aber in mir hatte jemand eine Frage. Mein Körper stand auf, schaute ihn an und sagte, was ist das für eine Energie? Und setzte sich wieder hin. Für mich war es unglaublich, weil ich sah meine Frau an und sagte, das war nicht ich. Das war nicht ich. Es redet, es bewegt durch mich. Aber in dem Moment, als ich fragte, ihr müsst euch vorstellen, der Mann war immer am Laufen hin und her vorne, wo ich diese Frage stellte, schaute er mich an, kam direkt auf mich zu, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, du, immer du. Aber du wirst dich heute Abend erinnern, das garantiere ich dir. Liebe Freunde, die zuhören, ich habe mich erinnert. Ich durfte etwas erleben, was unglaublich war. Während der im zweiten Teil in einer Meditation durfte ich erleben, wie ich aus meinem Körper ging, wie es eine Verschmelzung gab. Und ab dem Moment erlebte ich, wie eine Öffnung in mir und ein Strom kam durch mich. Ab diesem Tag hat mich der Strom nicht mehr verlassen, er wurde nur immer tiefer. Am Anfang spürte ich nur die Energie. Irgendwann fing die Energie an zu kommunizieren. Da kamen die Bilder, die Stimmen. Und in der Zwischenzeit kam auch, dass sie vollständig mich übernahmen, aber ich auch immer wieder in Demut und Dankbarkeit und im großen Respekt für alles, meinen Körper in Liebe immer wieder hingebe, dass diese Kräfte durch mich wirken dürfen. Heute ist es so, es sind 8 Jahre her, es durfte sehr viel geschehen. Heute gebe ich Einzelsitzungen, Seminare, Abendveranstaltungen, Wochenseminare eben auch.
Aber immer wieder, müsst ihr wissen, bin ich immer wieder erstaunt. Jeden Tag wieder von Neuem. Weil für mich ist das unglaublich. Ich bin, weil ich nicht bin, weil ich es bin. Es arbeitet durch mich, aber ich bin es nicht. Aber ich beobachte es und immer wieder bin ich erstaunt, was alles geschehen darf. Ich durfte sehen, was man eben in der Form von Wunder, eigentlich Wunder nennt. Und hier möchte ich gerade einklinken. Gerne möchte ich euch diese Möglichkeit auch schenken. Für die, die möchten. Gerne würde ich nach Wien kommen und eben auch mit Jacqueline würden wir eine Veranstaltung anbieten für euch. Und in dieser Veranstaltung geht es gerade um Heilung. Was ist Heilung? Was sind Wunder? Warum geschehen bei manchen Wunder, bei anderen nicht? Wie kann ich meine Heilung fördern? Was ist vielleicht nicht gerade so dienlich? Wie kann ich mich unterstützen? Was sind Krankheiten? Gibt es nur körperliche Krankheiten oder geistige oder seelische Krankheiten? Wie kann ich mit diesen Krankheiten umgehen? Wie kann ich mich dort wieder unterstützen? Guten Tag, wenn ihr das möchtet, wäre es eine Ehre für mich, mit euch diesen Tag zu verbringen und euch diese Unterstützung zu geben, weil ich habe nicht viel, was ich euch geben kann. Aber das, was ich habe, das teile ich gerne mit euch. Das liebe ich in Liebe für euch. Wann es genau ist, das wird Jacqueline bei euch dann mitteilen, das wird auf dem Video stehen. Ich möchte hier nochmal allen danken. Allen Dank. Und ich möchte euch einfach sagen, für alle, die zuhören, jeder ist geliebt und jeder ist wert. Und vergiss das bitte nicht. Auch vor allem in den schwierigen Momenten. Und auch wenn das Leben teilweise für uns ja, manchmal nicht so angenehm aussieht oder wir denken, ich werde nur bestraft und leben. Vergiss nie, auch dann ist das Leben für uns da. Das Leben wird uns immer die Möglichkeit schenken, dass wir weitergehen können. Vielleicht sehen wir uns, vielleicht auch nicht, es ist frei. Es soll auch frei sein. Darum möchte ich mich bedanken und ich gebe nochmal dir das Wort, Jacqueline. Hm? Oh, lieber Gianni. Ich danke dir für deine wundervollen Worte, die sehr, sehr berühren. Und ich denke, dass du da mit dieser Geschichte, die du erlebt hast, ganz viele Menschen berührst und auch abholst, weil es, ja, gerade in Zeiten wie diesen, ich denke, dass da ganz viele Menschen viel erlebt haben auch. Ja, und man braucht vor allem Unterstützung. Ja, und ich finde das auch sehr berührend und das ist auch für mich genau das, auch so wie ich das auch sehe, je länger man diesen Weg geht und je mehr man hier erlebt hat auch und gibt oder auch erfahren hat, ja, desto größer wird das Staunen. Desto größer. Ja. Wenn ich schon etwas noch sagen darf, ja, aber ich finde es ist einfach wichtig, dass man immer wieder versucht, den eigenen Prozess anzunehmen und respektieren. Richtig. Weil ich weiß, am liebsten hätten alle gerade so Bim-Salabim und alles ist gemacht. Aber so ist das Leben nicht. Es sind Geschichten, es sind Prozesse. Richtig. Aber man hat, vielleicht kann man gerade nicht verändern, was gerade draußen geschieht. Oder in einem gerade ist, was kann. Man hat immer die Wahl, wie man damit umgehen möchte. Ja, und um das geht es. Das ist Heilung für mich. Ja, und darin liegt das Wunder und darin liegt auch das Wachstum für uns Menschen. Ja, darin liegt das Reifen und das sich entwickeln auch, weil ohne diese Erlebnisse wären wir jetzt nicht, könnten wir nicht die Tiefe auch von diesem Leben auch auf dieser Ebene so erfahren. Und das sind die Geschenke davon. Also in diesem Sinne, danke. Ja. Danke. Und ich denke mal, ich hoffe sehr, dass wir einander dann, dass wir jetzt ganz viele berühren konnten auch. Und es wäre schön, viele von euch da dabei zu haben. In Mödling wird das stattfinden, das genaue Datum. Das wird noch bekannt gegeben werden. Das wird jetzt noch im Herbst stattfinden. Aber das genaue Datum werde ich auf jeden Fall noch ausschicken und auf meiner Facebook-Seite und auch auf Instagram dann veröffentlichen und auch auf meiner Homepage natürlich. Ja. Aber ich freue mich wirklich sehr über diese gemeinsame Begegnung mit dir, lieber Gianni. Es ist herzerfrischend und es ist mit so viel Humor und es ist so normal und es ist so echt, ja. Es ist so auf der Erde. Ja, und mit so viel Liebe. Wir sind ja auf der Erde. Ja, genau. Richtig, immer noch. Hier auf der Erde. Und um genau das geht's. Genau. Ja. Ja.
Und in diesem Sinne sage ich danke für deine Zeit, für dieses kurze Gespräch jetzt. Und ich werde einen Link von deiner Homepage auf meiner Seite draufgeben. Ich freue mich über diese Verbindung. Ja, und noch schnell etwas. Ich weiß, in der heutigen Zeit ist es immer wieder schwierig. Vor allem, es gibt immer wieder Menschen, die haben es nicht einfach. Vor allem auch vielleicht, wenn sie in finanziellen Lagen sind, wo es gerade vielleicht nicht möglich ist. Aber ich bitte auch euch, schämt euch nicht, wenn ihr kommen möchtet. Schreibt uns, wir werden Möglichkeiten schenken. Weil es geht hier nicht um das, was wir bekommen. Es geht darum, was wir teilen können. Und das ist jetzt sehr wichtig. Ja, super. Danke, Gianni. Ja. Vielen Dank und ich freue mich auf die Begegnung, auf die physische. Okay. Ich danke dir. Alles Liebe. Dankeschön. Okay.